Haus der Rostocker St. Johannes-Kantorei fand am ersten Advent ein Benefizkonzert zugunsten des Bachvereins Rostock statt. Das vierte Mal wird jetzt in Vorbereitung auf das Bachfest hier in diesem schönen Gemeindechorhaus unser neuer Bechsteinflügel klingen. Das erste Mal habe ich ihn quasi eingeweiht mit Jan Kasimowitsch gemeinsam. Das zweite Konzert hat Professor Kirschnereit gespielt. Und das dritte Sera Tafsanli, eine ganz begnadete Pianistin, die aus Istanbul stammt, aber jetzt in Deutschland lebt. Und heute hören wir Robert Aust am Flügel. Er ist Meisterstudent von Professor Kirschnereit, der selbst schon hier gespielt hat. Und Lydia Krüger singt. Mezzosopranistin Lydia Krüger hat sich in Mecklenburg-Vorpommern bei den Musikfestspielen bereits einen Namen gemacht. Sie absolviert gerade ihr Masterstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Ihre Leidenschaft gilt dem romantischen Liedschaffen des 19. Jahrhunderts. Der Liederkreis Opus 39 von Robert Schumann bildete den Auftakt. Schumann gilt als einer der wichtigsten Musiker der deutschen Romantik. Begleitet wurde Lydia Krüger vom Pianisten Robert Aust. Robert Aust überzeugte an dem Abend auch solo mit Robert Schumanns Widmung Opus 29, das Franz Liszt für Klavier transkribiert hatte. Dieses Jahr war es bereits die vierte Veranstaltung, deren Einnahmen der Vorbereitung des Bachfestes Rostock 2019 Kontrapunkte zugutekommen. Es ist das 94. Bachfest der neuen Bachgesellschaft und wir werden zunächst natürlich Bachs Musik würdigen mit vielen Aufführungen, oratorisch, Instrumentalmusik. Und dann haben wir als zweiten Schwerpunkt Antonín Dvořák, ein Komponistenporträt. Wir werden das große Requiem hören und das Stabat Mater, auch die Messe und verschiedene kleinere Werke von Dvořák. Als Kontrapunkte werden Uraufführungen und stilistisch ganz andere Wege beschritten. Übrigens, Schumann schrieb seinen Liederkreis Opus 39 kurz vor seiner Heirat mit der Geliebten Clara, die ihr Vater unbedingt verhindern wollte. Wen wundert es da, wenn in der Musik über den Himmel der Liebe dunkle Schatten gleiten, wenn Euphorie und Wehmut einander ablösen? Das ist Romantik.